Hallihallo, Hallöle, ihr lieben Schnubbels. Wie geht's euch denn heute? Habt ihr denn auch alle die aktuellen Stürme in Deutschland gut überlebt? Seid ihr gut weggekommen? Oder ich hoffe, ist euch nichts passiert. Also es ist ja im Moment der Hammer, was da so abging, was Stürme anging. Und ja, hier in Hessen heute Morgen hat es ganz arg bös gestürmt. Ich hatte echt Angst, aus dem Haus zu gehen, da ich ja Fußgänger bin und bin auch ein bisschen später zur Arbeit gegangen, weil ich gewartet habe, bis das Gröbste rum war. Zum Glück, sage ich jetzt mal, war es nicht so heftig wie in anderen Bundesländern. Also was ich da schon gesehen habe mit umgefallenen Bäumen und 6 Tote und sonst was. Also ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr die darauf folgende oder währenddessen herrschende Hitze auch gut übersteht. Ihr seht, ich habe mein Sommer-Make-up an, nämlich null. Also Wimperntusche, ein bisschen auf den Augen und ich habe ein Lipgloss drauf. Aber ja, ansonsten kann ich im Moment nichts auf dem Gesicht haben, weil einfach die Hitze, also mir läuft die Suppe runter. Also da bin ich halt typisch Klischee-Dicker, da läuft es mir wirklich runter. Und da können mir Leute kommen mit Tipps wie Blotting Papers und sonst was. Nee, da rutscht mir alles schön runter. Ich glaube, irgendwann, wenn ich mich voll schminken würde, hätte ich den Lippenstift hier im Dekolleté hängen, die Wimperntusche am Hals. Und ja, das wäre dann so das Ergebnis. Heute komme ich mal mit meinem neuen besten Freund zu euch. Gerade bei der Hitze. Das ist dieses schöne Teil, das Eau Thermale Avène, Thermalwasser. Ja, es ist richtig, das ist Wasser in einer Dose. Und zwar ist das halt unter Druck. Und es ist ein reines Wasser, was versetzt ist mit verschiedenen Mineralien. Und ich zeige euch einfach mal, wie das aus der Dose kommt. Seht ihr das? So. Ich hoffe, jetzt ist die Linse nicht nass. Das habe ich mir gerade in den letzten Tagen, wo es unheimlich heiß war, sehr oft aufs Gesicht gesprüht, Dekolleté, Arme, Beine, hast du nicht gesehen. Das habe ich auf dem Beauty Press Event zum Testen mitbekommen. Dementsprechend wird es halt jetzt auch durchprobiert. Und ich habe sogar schon eine Kollegin von mir bemüht, die hat nämlich Sonnenbrand auf den Schultern. Ich erzähle euch aber kurz mal noch was darüber. Und hier muss ich kurz mal erwähnen, sehr loben. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Erwähnen, ich sage mal erwähnen aus Versehen. Die haben mir nämlich eine wunderbare Produktbroschüre mitgegeben und zwar richtig ausführlich. Das ist, glaube ich, die erste Broschüre, in der ich tatsächlich auch gerne geblättert habe und mir die Produkte angeschaut habe, weil hier, ich zeige euch mal die Seite von dem Thermalwasserspray. Das ist mega detailliert. Also hier oben stehen so Sachen wie die Eigenschaften, Anwendung, was drin ist, also enthalten ist Aven Aqua und das als Nitrogengas, um es raussprühen zu lassen. Und hier unten sind dann sehr schön so kleine Bildchen, die zeigen, wofür man das alles benutzen kann. Und zwar kann ich euch das gleich mal sagen. Das ist unter anderem zur Pflege. Das kann man nach dem Sport benutzen, nach der Sonne und nach der Rasur. Es ist zur Erfrischung, wofür ich es halt hauptsächlich benutzt habe. Und nach der Reinigung, bei Hautirritationen, während der Reise zum Erfrischen, zur Babypflege, für den Babypopo, nach dem Saubermachen, nach der Haarentfernung und bei geschädigter Haut. Das dient dazu, dass es die Haut, gerade wenn die etwas gereizt ist, ein bisschen beruhigt. Und enthalten zum Beispiel die Eigenschaften dieses Wassers, lese ich euch auch mal vor. Es beruhigt, wie gesagt, Irritationen, vermindert Rötungen wie Sonnenbrand oder Verbrennungen, lindert den Juckreiz, ist bakteriologisch rein. Steril abgefüllt, hat ein pH, also ist pH-neutral und enthält wertvolle Silikate, Kieselerde, Bicarbonatkomplex und Spurenelemente, ist ohne FCKW und ist schwach mineralisiert. Also es ist quasi ein mineralisches, gutes, gesundes Wasser. Und näher werde ich euch Aven mal auf dem Blog irgendwann vorstellen, weil ich habe noch ein paar andere Sachen, über die ich schreiben möchte. Und dann werde ich ein bisschen näher drauf eingehen. Das sprengt jetzt hier einfach den Rahmen. Und zu kaufen ist das in der 150 ml Pulle. Das ist die hier, die ich habe, für 7,90 €. Und die 300 ml Dose für 9,90 €. Und ich habe das bei Müller, meine ich, sogar für 1 € günstiger in der großen Dose gesehen. Also die ist riesig. Und was ich als erstes
es hier dran sehr cool finde, ist, es hält relativ lange. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wenn man es oft benutzt, dass diese Dose sehr schnell leer ist. Aber das Coole daran ist, dadurch, dass das halt gesprüht ist und so ein feiner Wassernebel ist, braucht sich das Wasser da drin nicht so arg auf. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr noch die Hälfte drin und ich habe es gerade in den letzten Tagen am Wochenende und davor unheimlich viel benutzt, weil die Hitze hat mich fertig gemacht. Ich wohne unterm Dach, dementsprechend staut sich halt alles und ich habe im Prinzip nur auf der Couch gelegen und mich nicht bewegt, weil Bewegung ist schlecht, dann läuft es wieder. Wie gesagt, ich habe eine Kollegin von mir bemüht, die hat nämlich einen Sonnenbrand auf den Schultern aktuell und da habe ich das bei ihr drauf gesprüht und sie hat tatsächlich, hinterher kam sie noch zu mir und sagte, Mensch Sabrina, also ich habe das Gefühl, dass es sich ein bisschen angenehmer auf der Haut anfühlt. Also der Sonnenbrand ist jetzt nicht weg oder so, aber es war wohl etwas angenehmer für sie und erträglicher. Ich habe es auch jetzt vorgestern und gestern benutzt, da ich meine linke Achselhöhle wieder entzündet habe. Die entzündet sich öfters mal durch meine Acne Inversa. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich das drauf sprühe, dass es kurzzeitig ein bisschen Linderung verschafft. Also die Haut ist etwas beruhigter, aber es ist halt keine Dauerhilfe und ja, es geht nicht weg davon, aber es lindert ein bisschen. Das fand ich sehr schön, hat mich auch unheimlich überrascht. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn ich sehr am Schwitzen bin und ich sprühe mir das aufs Gesicht, dass mein Körper dann irgendwann scheinbar das Signal bekommt, oh, da ist genug Feuchtigkeit auf der Haut, die verdunsten kann, hören wir mal auf zu schwitzen. Das heißt, meine Schweißproduktion auf dem Gesicht oder wo auch immer wurde etwas reduziert und zum Verdunsten war halt dann das Wasser da, um den Körper abzukühlen. Das fand ich halt sehr gut, weil ich habe lieber Wasser auf der Haut zum Verdunsten als Schweiß, weil das klebt und ich fühle mich dann so eklig und schwitzig und einfach nur bäh. Und ja, also das werdet ihr bestimmt kennen, dieses Spray. Das ist unheimlich beliebt und auch bekannt. Ich habe nämlich, nachdem ich das bekommen habe, ein paar Videos gesehen und es wird hoch in den Himmel gelobt. Dann habe ich natürlich auch zuerst gedacht, oh, Wasser aus der Sprühdose, also nee. Aber zumindest die Bereiche, die ich ausprobiert habe, da hat es schon etwas geholfen. Und eine der ersten Sachen, wo ich es ausprobiert habe, war auf Rasierbrand. Ich habe nämlich ein bisschen sehr hastig meine Beine rasiert und habe schön knackig lecker den Rasierbrand auf dem Bein gehabt. Das hat ein bisschen geholfen, allerdings jetzt hätte ich mir eine größere Wirkung erwartet. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu voll von Erwartungen oder so. Es hat ein bisschen Linderung gebracht, aber wie gesagt auch nur kurzzeitig. Und ich denke, das ist auch eher dafür da, dass es halt spontan, kurzzeitig und mit mehrfacher Anwendung halt ein bisschen Linderung verschafft. Ja, mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Also das ist sozusagen meine kleine, kurze, knackige Review. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr zu diesem Spray sagt, ob das was ist, ob ihr das benutzt oder kennt. Also ich persönlich bin sehr angetan davon. Es hat mir wirklich gut gefallen und ich denke, ich werde mir auch die große Pulle holen für zu Hause und nochmal so eine kleine für unterwegs oder bei der Arbeit. Weil gerade jetzt, wenn die Temperaturen über 30 Grad steigen, kann das schon sehr angenehm sein. Ich glaube, man muss aber aufpassen, wenn man in der Sonne ist und sich das aufsprüht, dass man nicht schneller Sonnenbrand bekommt, weil ja meistens ist es so, wenn man nasse Haut hat, dass dann die Strahlen so richtig schön knallen. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, aber so an und für sich hat mir das unheimlich gut gefallen. Und wie gesagt, diese Broschüre hier ist der Hammer. Also ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht mal in der Apotheke, ich glaube, Aven wird auch in der Apotheke verkauft, bei Müller auf jeden Fall, das weiß ich. Vielleicht könnt ihr mal in der Apotheke, falls ihr das da seht, mal nachfragen, ob die auch so eine Broschüre haben oder vielleicht mal Aven selber anschreiben, weil ich muss sagen, um die Produkte kennenzulernen, fand ich die richtig gut. Hier steht wirklich alles drin, aber auch kurz und knackig. Also es sind jetzt keine mega langen Texte. Wenn ihr mal guckt, das ist zum Beispiel hier von Hautpflege. Da steht halt immer oben drüber, für was die Produkte gemacht sind. Die Preise stehen dabei. Finde ich sehr lobenswert, Arwen. Also das finde ich super. Musste ich nicht lange googeln oder nachfragen. Ja, Wirkung, was drin ist, wofür es gedacht ist, ist alles drin und sogar auch Make-up. Und das hat mich eh überrascht, dass die Make-up haben. Das fand ich wirklich sehr toll und ich werde das noch weiter benutzen. Ich habe nämlich noch ein paar Produkte, die ich für euch testen darf. Und da kann ich dann natürlich noch reingucken und euch was zu den Inhaltsstoffen sagen und
ja, das. Ansonsten war beautytechnisch, muss ich ehrlich sagen, eigentlich nicht wirklich viel bei mir los. Ihr seht, ich bin eigentlich eher nackig im Gesicht, die Haare einfach irgendwie hochgemacht, damit ich nicht schwitze, weil unter dem dicken Pelz, den ich auf dem Kopf habe, schwitze ich immer wie in einer Sauna und das geht gar nicht, kann ich nicht leiden. Ich bin kein Sommermensch, sage ich es ehrlich. Was ich allerdings in letzter Zeit so getrieben habe, so ein paar Kleinigkeiten wollte ich euch einfach mal zeigen, was ich gerade so teste, ausprobiere. Ja, richtige Reviews will ich jetzt nicht machen, das kann ich zu den einzelnen Produkten ja machen, aber ich kann euch ja mal zeigen, was ich so im Moment benutze oder bevorzuge oder ja, legen wir einfach mal los, machen wir das alles mal fein, schön, gemütlich in einem Video, ich hoffe es gefällt euch. Und ja, als erstes, was ich schon seit einer Weile ausprobiere, hat ja die Umstellung von DM bei den Gesichtsreinigungstüchern, die ich benutzt habe, diese rosanen für, ich glaube, normale Haut, die sind, was war das nochmal, irgendeinen Stoff haben die rausgenommen und danach waren die Tücher, die haben mir einfach nicht mehr gefallen. Die haben wirklich sehr intensiv und unangenehm gerochen für mich und ich habe die einfach nicht mehr, also sie haben mir nicht gefallen. Ich konnte den Geruch einfach nicht mehr ertragen. Deswegen probiere ich mich im Moment ein bisschen durch Feuchttücher durch. Habe ja die aus der letzten Glossy Box, da kann ich euch unten verlinken, die habe ich ja schon total verrissen, die waren ja kacke wie ohne Ende. Auch wenn viele mich geschimpft haben, weil sie ja so toll finden, aber ich finde sie trotzdem noch kacke. Aber zum Kloreinigen sind sie wirklich gut, da muss ich wirklich sagen, eine von euch hat mir gesagt, benutze doch zum Kloreinigen, habe ich auch gemacht, funktioniert wunderbar. Jedenfalls habe ich im Moment in Benutzung die Cadea Vera von Müller Anti-Pickel, antibakterielle Reinigungstücher. Like so. Die sind relativ günstig. Ich glaube, so um die 2 Euro rum haben die gekostet. Die probiere ich gerade aus, sind 25 Stück drin. Viel kann ich noch nicht so dazu sagen, da ich mich ja, wie gesagt, nicht wirklich voll schminke im Moment. Aber eins kann ich euch sagen, da ich im Moment vermehrt einen von meinen Maybelline Color Tattoos benutze, das kriegen sie nicht ab. Also fürs restliche Gesicht sind die wohl okay, aber so ein Color-Tattoo kriegen die wirklich gar nicht ab, also null. Da kannst du drüber rubbeln, bleibt alles wie gehabt. Den Rest kriegen sie gut ab, Mascara ist okay. Aber da, wie gesagt, bin ich noch in der Testphase, da gibt es noch irgendwann einen großen Abschminktücher-Vergleich für euch. Aktuell darf ich auch ausprobieren 2 Produkte von Neutrogena. Das ist einmal das Anti-Mitesser Gesichtswasser und einmal das Visibliclure 2 in 1 Reinigung und Maske. Ja, hierzu muss ich sagen, es hat sogar eine straffende Wirkung. Ich habe danach eine aalglatte Stirn, also ich habe gedacht, ich wurde gestrafft. Das war ganz komisch. Das ist aber auch noch in der Testphase, kommt noch eine Review zu. Und das ist ein sehr interessantes Teil, wo ich allerdings noch nicht weiß, ob ich es gut finde oder nicht. Denn es ist gleichzeitig eine normale Gesichtsreinigung und man kann es als Maske benutzen. Als Maske habe ich es noch nicht benutzt, aber halt als Reinigung. Und ihr seht, es ist, also wenn ihr das sehen könnt, das ist halt so ein weißes Zeug und ein bisschen befremdlich zu benutzen, aber okay. Aber das ist so der Zwischenstand. Dann habe ich fast aufgebraucht und da trauere ich drum, auch 2 Testprodukte, beziehungsweise eins, das ist mein heißgeliebtes Aldo Vandini Körperpflegeset und zwar einmal die reichhaltige Cremedusche und einmal die reichhaltige Bodymilk. Die Bodymilk, da ist noch mehr als genug vorhanden. Und die Dusche ist leider so gut wie leer. Ich glaube, heute kann ich da noch die letzten Lebenströpfchen rauspressen. Und dann wird die erstmal in den Schrank wandern, bis ich hiervon einen Nachfüller habe. Weil ich finde diese beiden Produkte so, so, so toll. Aber ich benutze sie am liebsten in Kombination beim und nach dem Duschen. Dazu gibt es aber eine Review, die verlinke ich euch unten dann, bevor ich hier noch weiter schwafel. Dann benutze ich aktuell auch im Test von Phyto das Phyto Yoba Shampoo in dieser schönen, leider unpraktischen Alu-Dose. Die ist halt fest und man kann sie leider nicht drücken. Das Shampoo selber finde ich sehr gut, aber wie gesagt, Review kommt. Ebenfalls im Langzeittest diesmal, also da wird erst in ein paar Monaten was kommen, sind die März Spezialtrajets. Die sind vielleicht auch bekannt, denn es gibt schon ziemlich lange. Da nimmt man morgens und abends eine und die sollen gut sein für Haut, Haare und Nägel. Und ja, da kann ich aber noch nicht viel zu sagen, weil, wie gesagt, habe erst angefangen und da sieht man erst nach mehreren Wochen, ich glaube 2 bis 3 Monate sind das Ergebnisse. Aktuell sehr gerne benutze, ist von Jeanne en Provence das Eau de Parfum Pomme et Poire. Das ist ein
Parfüm, was es bei Müller gibt. Ich glaube, das hat 9,95 gekostet. Guck mal hier, und das hat einen ganz tollen Flakon, also richtig, richtig schön. Das benutze ich im Moment zwischendrin sehr gerne, steht neben meinem Laptop. Das riecht wirklich lecker nach Birne und Apfel, wobei Birne ein bisschen stärker rauskommt als der Apfel. Und die Verpackung, also hier Opfer, ne? Ihr kennt mich, gell? Also Opfer. Ganz, ganz toll. Review steht auch unten in der Infobox. Also alles, was ich hier, wo ich hier drüber spreche, wo es schon Berichte zu gibt, verlinkt, reingucken, reinschauen, kommentieren und lesen. Ne? Ist da Bescheid. Noch was ich gefunden habe, und zwar ist das, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Das habe ich seit Jahren. Ist auch so ein Parfum. Das ist ein Eau de Toilette. Jetzt muss ich mal schauen. Das ist ein Eau de Toilette. Und zwar sehe ich jetzt gerade, das ist von Otto Kern. Wie gesagt, keine Ahnung, wo ich es her habe. Ich habe das irgendwo in der Schublade gefunden. Das hat mich irgendwann angelacht und ich habe es rausgenommen. Das ist Signature Gold Edition. Ein kleines Teil. Und das riecht richtig, also es riecht wie so ein anderes Parfum. Eine Kollegin von mir hat mich schon angesprochen, was ich trage, aber ich komme nicht mehr drauf. Es riecht halt ein bisschen, ist ein bisschen schwerer, gerade für den Sommer. Und das habe ich halt immer in der Handtasche, benutze ich sehr gerne. Ist auch so ein süßlicher Duft, aber ich weiß halt nicht, ob es den noch zu kaufen gibt. Da muss ich mal googeln. Ja, meine liebste Kombination auf den Augen im Moment, und es ist wirklich sehr low maintenance, was ich hier betreibe im Moment. Also das ist wirklich... Mühe gebe ich mir momentan gar nicht. Ich möchte gern wieder etwas buntere Looks schminken oder etwas, ja, welche, wo ich ein bisschen mehr Aufwand habe, aber aktuell kriege ich es nicht gebacken. Ich habe auch in den letzten Tagen und Wochen sehr viel mit einer Erkältung gekämpft. Die war richtig schlimm, also meine Nebenhöhlen waren zu, Kopfschmerzen. Dadurch, dass die Suppe quasi immer hinten runterläuft, auch alles entzündet vom Hals bis Rachenraum, also ganz schlimm. Daher gab es auch am Montag kein Video, weil ich mich am Wochenende wirklich hingelegt habe und konsequent gepennt habe. Und einfach, ich habe es nicht hingekriegt. Also, ne, sorry nochmal, aber ne, konnte ich mich nicht bewegen. Und bevor ich hier ein halbherziges Video mache, habe ich gedacht, ne, lass das mal lieber ganz. Dadurch, dass ich halt, wie gesagt, so dermaßen wenig Bock auf Make-up habe, aber wenn ich dann doch mal gesagt habe, okay, du siehst aus wie eine wandelnde Leiche, guck mal ein bisschen menschlicher, dann habe ich hauptsächlich auf den Augen den Color Tattoo von Maybelline in der Farbe On and On Bronze gehabt. Der ist richtig schön. Da seht ihr, wie ich den eigentlich schon, wo ich immer gut reintatsche. Und in Kombination damit habe ich von Makeup Factory einen gebackenen Lidschatten. Und zwar ist das die Farbe, oh, hat die überhaupt einen Namen? Ich glaube, die hat gar keinen Namen. Da steht nur Lidschatten. Nummer 38, glaube ich, ist das. Das ist so ein schöner goldener Ton. So ein Goldbraun. Das passt sehr, sehr gut mit dem Color Tattoo zusammen. Und das mache ich halt immer so ein bisschen auf den Augeninnenwinkel, um das nochmal so ein klein bisschen zu highlighten. Aber mehr ist es wirklich nicht. Und aktuell, ich habe ja von Maybelline diese eine Mascara da getestet letztens. Hier, Link unten. Und zwischendrin habe ich auch angefangen, eine weitere Mascara, die ich zum Testen bekommen habe, auszuprobieren. Und von der bin ich jetzt schon total begeistert. Und zwar ist das auch von Avène. Wie gesagt, ich war überrascht, dass die Make-up machen. Die Couvrance High Tolerance Mascara in Black. Kann man nicht so sehen? Ja, da. Und das Coole an der ist, die hat so ein richtig geniales Bürstchen. Schaut mal. Das ist so ein gebogenes. Und ich muss sagen, der Auftrag ist wirklich genial und die macht Hammerwimpern bei mir. So, jetzt habe ich doch mal die andere Mascara geholt, die ich ausprobiert habe. Und zwar war das die Colossal Go Extreme Volume Express Mascara von Maybelline. Von der war ich ja nicht wirklich so begeistert, beziehungsweise sie ist gut, gefällt mir gut, aber ist halt nichts Besonderes. Gab es auch schon eine Review zu. Und im Gegensatz zu der hat dieses kleine Teil, was wirklich nicht mal mit irgendwelcher Wirkung angibt, eine mega Wirkung. Also ich habe ja schon lange Wimpern, aber wenn ich die drauf habe, wow, bam, ich habe voll viele Wimpern. Das fällt jetzt in der Kamera garantiert nicht so viel auf, da ich ja alles wirklich simpel halte. Und ihr wisst ja, normale Digicam, gell, die sieht ja nichts wirklich. Bin ich echt positiv überrascht darüber. Also da macht euch mal auf einen Rave-Beitrag gefasst. Habe ich von Douglas vor einer Weile auch ein paar Testprodukte zugeschickt. Da war ich eine von, ich glaube, 50 Testerinnen, die, also ich habe mich beworben und konnte die dann halt ausprobieren. Und das waren drei Lipglosser aus der aktuellen Sommerkollektion von Douglas Absolute.
Und einer ist mir jetzt gerade für Schütt gegangen, deswegen halte ich Nummer 2 in den Händen. Und 3 der aktuellen Nagellacke. Die Nagellacke, da kam ich noch nicht wirklich zu zum Testen, weil im Moment meine Nägel brechen ab, beziehungsweise in der Mitte ist einer voll abgebrochen und ich lasse die gerade noch mal ein bisschen, ich muss die ein bisschen züchten, damit es wieder gut aussieht. Deswegen im Moment kein Nagellack, aber die Glosse habe ich ausprobiert. Ich habe hier erstmal die Nummer 31 und die Nummer 33 von der Summer Affair Collection. Die Nummer 32 ist die, die fehlt. Und was ich hierzu schon mal sagen kann, so als kleiner Vorweggriff ist, ich finde das diesen Applikator eigentlich ganz okay. Allerdings finde ich den ziemlich hart. Das ist im Auftrag, man kann zwar präziser auftragen damit, aber irgendwie finde ich den schon fast unangenehm hart, aber so fast. Also ich bin da wirklich unschlüssig. Von der Wirkung her, die Farben sind sehr schön, aber es sind halt diese typischen Lipglosse, die unheimlich schier sind und unheimlich so farblich unauffällig. Also der hier zum Beispiel, die Nummer 31, der fällt, glaube ich, noch mit am ehesten auf, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und der andere ist so ein orangiger Ton, glaube ich. Und da tipsle ich aber auf jeden Fall noch was zu, kommt jetzt die Tage. Und was mir noch negativ aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, falls ihr die auch testen durftet oder benutzt, ich fand, die sind sehr schwer auf den Lippen. Also wenn ich eins nicht leiden kann, ist es, wenn ich einen Gloss auftrage und der wirklich wie so ein 5 Kilo Gloss so boh drauf drückt. Das mag ich gar nicht. Also das ist in Kombination mit Glossen, die so hell sind oder so schimmernd sind, dass die mir schon volumenmäßig richtige Bimbo-Lippen machen. Ist das eigentlich ein bisschen, ja, teilweise schon unangenehm. Wenn die ein bisschen leichter wären, würden sie mir viel besser gefallen. Aber schimpfen tue ich dann schriftlich. Ein Gloss bzw. ein Lippenprodukt, was ich im Moment unheimlich gerne mag und auch aktuell auf den Lippen habe, das ist von Lerac ein Hydra Chrono Lippenpflegestift in der Farbe Gloss Rosé. Der kommt schon mal in dieser richtig geilen Metallic-Verpackung und der ist halt so hell rosé. Und ihr seht, ich benutze den auch im Moment leidenschaftlich gerne, der nimmt ja schon meine Lippenform an. Kurz gesagt, ihr könnt es euch durchlesen, einfach nur prima. Er ist etwas teurer, zwischen 11 und 13 Euro kostet der, aber der ist, also den habe ich jetzt kostenlos zum Testen bekommen. Da habe ich Glück gehabt, aber den finde ich ein bisschen teuer, aber ansonsten mag ich ihn sehr gerne. Er hat jetzt keine Langzeitwirkung, er hat eher so eine normale wie jeder andere Labello oder sonst was auch, eher eine kurzzeitige Pflegewirkung, aber er reagiert mit dem pH-Wert auf der Haut und beziehungsweise den Lippen und verfärbt sich so rosa und hat auch interessanterweise einen leichten Staining-Effekt. Man kann ihn etwas schichten. Die Farbe bleibt bei mir ein bisschen unauffällig, aber schön. Und meine Lippen, finde ich, sehen gleichmäßiger aus damit. Allerdings, wie gesagt, keine Langzeitpflegewirkung. Aber das ist okay, wenn man unterwegs ist, schmiert man sowieso ständig mit so einem Labello rum oder mit einem Lippenpflegestift. Deswegen, egal. So, das Letzte, was ich euch noch zeigen will, das ist so ein kleiner Sneak Peek. Und zwar kommt eine ganz coole Marke zu QVC. Da durfte ich auch was mitnehmen auf dem Event. Habe ich mich mega gefreut und schon an Ort und Stelle ein Freudentänzchen gemacht. Beziehungsweise laut gequiekt. War ja schon fast peinlich. Und zwar ist das die Marke Melly. Und da habe ich ein tolles Set mitbekommen. Das enthält also erstmal hier so einen kleinen Pinsel, doppelseitigen, ein fluffiges Ende und ein etwas fester gebundenes Ende. Und das enthält einen Concealer. Und zwar ist das Cancellation Concealer System in der Farbe Light bis Medium. Die Verschlüsse sind ein bisschen schwer zu öffnen. So. Und so sieht der aus. Der sieht jetzt im ersten Moment recht dunkel aus, aber aktuell auf meinem Gesicht. Ich habe den öfters benutzt, wenn ich Videos gedreht habe, um so ein bisschen mein Kinn leicht zu kaschieren bzw. unauffälliger zu machen. Und auch unter den Augen, das habe ich jetzt heute gemacht. Der ist richtig cool. Und der hat auch das passende Setting Powder dabei, was mir unheimlich gut gefällt. Das ist Eye Light Setting Powder. Das ist in einer silbernen Verpackung. Und das sieht so aus, also ziemlich weiß. Und das ist tatsächlich, da könnt ihr, kann ich euch mal schauen, da, das ist ziemlich hell. Das ist, ja, das sieht man jetzt so nicht so wirklich. Ich kann euch mal noch den Concealer swatchen. Der ist auch bestimmt mal interessant zu sehen. Da befinde ich mich aber auch noch in der Testphase und kann und werde dazu noch schweigen. Jo, sieht man jetzt nicht so, ne, da. Oh, ungefähr so. Das gibt es dann wahrscheinlich in schriftlicher Form, weil die Swatches tauchen ja hier nicht so wirklich gut auf. Okay,
Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu gehetzt. Möchte versuchen, es relativ kurz zu halten, damit ich nicht wieder bis morgens um 6 am Hochladen bin. Ja, das war so mein neuer bester Freund für den Sommer. Und was ich aktuell so getrieben habe, man könnte es auch Favoriten nennen, aber es sind eigentlich nicht wirklich Favoriten. Es sind Sachen, die ich gerade ausprobiere, ja, die mir eher über meine Null-Bock-Phase hinweg helfen aktuell. Und ja, das war's. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwochabend. Macht's gut, ihr Süßen. Und toi, 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 dass es keine großen Stürme mehr gibt. Und lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Verbarrikadiert euch, wenn zu euch ein Sturm kommen soll. Ich will nämlich keine verletzten Schnubbels haben. Habt ihr mich verstanden? Macht's gut, ihr Süßen. Ciao.